Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check. Heute mal etwas lauter und etwas off-topic. Ich hoffe, man versteht mich einigermaßen. Wir sind hier gerade bei der Katzenhilfe Hochsauerland. Dieses ganze Gebäude, was ihr hier seht, ist quasi die Katzenhilfe. Und wir schauen uns heute mal ein bisschen die Räumlichkeiten an. Das ist kein klassisches Tierheim in dem Sinne, sondern die Katzen können sich alle frei bewegen. Dort werden auch ältere Katzen aufgenommen und so. Und ich bin schon eine Zeit lang für die aktiv, bin auch Vereinsmitglied und wollte meine Reichweite einfach mal nutzen, um vielleicht ja, die noch ein bisschen zu unterstützen durch Spenden und so weiter. Ich mache auch einen 12-Stunden-Spenden-Stream auf Twitch. Könnt ihr dann unten in die Kommentare euch den Link dann reinziehen. Und da machen wir dann einen 12-Stunden-Stream mit Donations. Und das geht alles direkt an die Katzenhilfe. Ich werde auch deren PayPal hinterlegen, deren Bankverbindung und so. Das landet dann gar nicht erst bei mir. Und hier seht ihr auch schon das Schild. Katzenhilfe, ich versuche das jetzt mal zu drehen. Hier haben wir es auch schon, 1996. Also ihr seht, die sind auch schon eine Zeit lang aktiv. Das ist der Eingangsbereich. Hier hatten sie vor kurzem noch den Trödel. Und da hinten geht es dann zu der Außenanlage. Die werdet ihr gleich noch sehen. Und es wäre halt schön, wenn man die noch ein bisschen gerade zur Weihnachtszeit unterstützen könnte. Wie gesagt, die finanzieren sich nur durch Spenden und halt durch diesen Trödel, den sie öfters mal machen. Und ich finde das halt einfach ganz gut, wenn die da noch ein bisschen Unterstützung erhalten würden. Der Stream findet am 9.12. statt dieses Jahr um 16 Uhr. 12-Stunden-Stream wird das sein. Ihr könnt natürlich, wenn ihr möchtet, auch jetzt schon was spenden. Die Links sind alle unten in der Videobeschreibung und in den Kommentaren verlinkt. Und da könnt ihr dann direkt vielleicht ein bisschen Geld hinspenden oder auch Sachspenden, Katzenfutter und so wird alles immer gerne genommen. Könnt ihr auch gerne Pakete losschicken. Die Adresse schreibe ich auch noch unten rein. Und ich fände es ganz cool, wenn ihr da vielleicht ein bisschen Herz zeigen könntet und dann dementsprechend vielleicht den einen oder anderen Euro da lasst. Dann gehen wir jetzt mal rein in die gute Stube und schauen uns mal die Räumlichkeiten an. So, jetzt sind wir hier in einem Bereich. Da haben wir vier verschiedene Räume. Das hier ist jetzt der sogenannte rote Raum. Hier werden hauptsächlich auch so Katzenbabys und so weiter aufgenommen, beziehungsweise auch Katzen, die mal vermittelt worden sind und wo der Besitzer dann mal ins Krankenhaus muss oder so, dann werden die hier wieder mit aufgenommen. Hier ist der grüne Raum. Man sieht überhaupt keine Zwinger oder sowas in der Art. Das ist alles offen. Die Katzen können alle miteinander spielen, sich beschäftigen. Man sieht es hier sehr schön. Das ist jetzt der gelbe Raum. Das ist alles sehr, sehr frei. Und hier sind natürlich überall Katzen. Ne? Da ist Iris. Sag mal hallo. Das ist die Betreiberin der Katzenhilfe. Hier haben wir den blauen Raum, man sieht es an den Möbelstücken natürlich, und überall sind Katzen, Spielzeug, es ist alles sauber. Huch, aber jetzt bin ich gerade, die sind alle hier, die haben alle Bock. Ja? Ja? Und du da unten, was sagst du? Mau. Genau, sagt sie, ja. Nein, auch alles sehr, sehr viel Spielzeug und wie gesagt, immer Futter am Start und Getränke. Und ihr braucht nie eine Katze zu hungern, niemals. Ja, so sieht's aus. Das ist, wie gesagt, so der Bereich, wo auch dann die Katzen erstmal, sage ich mal, aufbewahrt werden, bevor sie dann noch kastriert, geimpft, gechippt und was nicht alles werden. Und die sind alle gut drauf. Dann können sie auf die Menschheit losgelassen werden. Ne? Dann können sie auf die Menschheit losgelassen werden. Wie viele Katzen habt ihr jetzt hier aktuell, Iris? Es sind so um die 50. 50 Katzen? Ja, also wir hatten jetzt letztens schon mal ganz um einiges mehr in dieser, nach der Corona-Zeit sind, weiß ich auch nicht, jeder hatte dann eine Allergie oder es passte nicht, es war schrecklich. Ja. Ne? Wie viel vermittelt ihr so? Ach, das ist schon mal unterschiedlich. Manchmal geht es, ich will nicht immer viel vermitteln, sondern gut vermitteln. Ne? Ja, richtig. Ich sage nicht, ich habe da einen Durchschnitt von 10 Katzen oder so. Das will ich nicht. Ja. Ist auch manchmal eine Durchstrecke, wo nichts. Aber die Leute, die kommen hier aus dem Umkreis und die kenne ich dann auch meistens. Oder die hatten dann, jetzt war einer, der hatte schon die zweite Katze von uns, aber innerhalb von 20 Jahren. Ne? Ja. Für mich vorher hatte ich ja auch schon immer Katzen. Ne? Und der hat auch eine, zwei ältere gehabt und jetzt suchte er demnächst zwei wieder. Und dann wird er hier vorbeikommen und gucken. Ja, wunderbar. Mhm. So, das ist jetzt einfach nur der Weg runter von oben. Katzen werden ja dann oben aufbewahrt quasi. Oh, wer bist du denn? Genau, wir haben nicht nur Katzen. Es gibt auch Hunde, Vögel glaube ich auch. Ja, ne? Hasen, Kaninchen. Eine Ente gab es auch mal vor kurzem. Ja, die war aber nur Übergang. Den habe ich dann nach einem, der hat Enten auch. Ja, ja. Aber als Notaufnahme waren wir immer gut dafür. Ja, wunderbar. Hat auch gut geklappt. Ich bin zwar eine halbe Stunde mit diesem Kissenbezug hinter der Ente hergerannt, aber es hat funktioniert. Das war mal eine Gaststätte, ne? Ja. Einfach umfunktioniert. Ja, nicht als Tierheim, sondern wirklich als Katzenhilfe. Tierheim wäre ja wieder was anderes. Ja. Oh, sehr dunkel hier. Es sind auch viele Katzen, die für immer bleiben, ne? Alte. Ja. Oder wo die Besitzer verstorben sind. Ja. Und wo keiner sie nehmen wollte, die Verwandten nehmen ja meistens die Häuser, die Sparbücher.
aber niemals die Katzen. Ja, das ist selten. Ja, das selten. Ist typisch, ja. Falls ihr euch wundert, warum hier auch so Vasen und sowas stehen, die Katzenhilfe, die finanziert sich natürlich hauptsächlich durch Spenden und durch Trödel. Und dementsprechend stehen hier die ganzen Sachen, die dann auch beim Trödel so erhältlich sind. Und so finanzieren sie diese ganze Arbeit hier. Gestern, ne? War großer Trödel hier. Gestern war großer Trödel. Sieht man im Internet, das war wirklich schön. Eurer Facebook-Seite, glaube ich, ne? Ja. Und auch auf meiner. Wollen wir mal runtergehen in die Tigerstube. In die ehemalige Kegelbahn war das, glaube ich. Gehen wir mal durch. Ja. So, jetzt kommen wir hier in die Tigerstube. Ja, miau. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gehört hat. Wollen Sie noch mal was sagen dazu? Sprechen Sie jetzt. Geil. Man sieht hier auch alles sehr, sehr offen, alles sehr hell. Wieder der Hund. Fenster, alles. Ja, alles wunderbar. Hier oben überall Bretter, wo die Katzen dann drüber klettern können. Und ein großes Außengehege. Das Außengehege, stimmt, das muss ich auch noch zeigen. Und hier kommt jetzt auch noch Gitter, kommen welche aus Stuttgart jetzt dabei. Hier ist noch irgendjemand, der gerade... Ja. Da wollte wohl gerade jemand noch sprechen. Boah, ist hier was los, guckt euch das an. Hallo. Guckt euch das an. Guck mal, Hanni und Nanni, das ist auch das Frauchen ins Altenheim gekommen. Ne? Also das Frauchen ist ins Altenheim gekommen und da habt ihr die Katze hier aufgenommen? Zwei. Ja. Wie alt ist die jetzt? Das wissen wir. Wir wissen gar nichts davon. Die Frau war dann hinter dem Mensch schon. Ja. Wusste nichts mehr. Aber geimpft und alles ist ja klar. Muss die ja sein, wenn geimpft, sie hilft. Ne? Ja. Die haben wir geimpft. Wir wussten nicht. Kastriert sind sie. Ja. Das wusste ich auch, weil die jahrelang bei der Frau war und auch nicht Junge bekam. Und ja. Oh, ja, die vertragen sich auch alle erstaunlich gut hier, ne? Gibt es eigentlich auch Spenden von jetzt so Futterherstellern oder was? Wenn man jetzt mal so an Whiskas oder so denkt, dass die da vielleicht auch mal irgendwas geben? Nein. Wir haben eine Spendenbox wohl im Hit. Ja. In Olsberg, da wird auch viel reingetan, aber man merkt, in dieser Zeit wird es alles weniger. Weniger, ne? Was wir früher in einer Woche hatten, dauert jetzt wirklich 3 Wochen, ehe wir die Box voll haben, ne? Ja, das ist, glaube ich... Überall, generell. Ja, ja, das ist aber, was war das, nicht Zoo & Co., das war irgendein anderer Laden, der diese Spendenbox hat, oder waren die das? Hit, nee, der Hit. Nur der und, Hit? Ja, nee, die Mischung ist auch noch, Zoo & Co., ja. Aber die geben auch ans Tierheim. Ja. Ne, das wird immer, wer dann Kort kommt. Also hier kommt es, wenn man es persönlich hinbringt, oder eben in Hit in Olsberg, dann kommt es wirklich bei uns an. Mhm, gut, sehr gut. Oh, da hat sich gerade jemand gekloppt. Was? Was ist... Das ist unsere, die hat Ataxie, die kleine, von 2 Stück sind. Die Schwester ist nur unten unterwegs. Du kennst auch jede Katze hier, ne? Ja, 50 Stück, den Namen, was die haben, was die nicht haben. Nicht ärgern. Nicht ärgern. Jetzt gehen wir mal noch weiter hinten in diese Tigerstube rein. Das war nämlich mal eine Kegelbahn. Ja, nur gekegelt wird nicht mehr. Nee, gekegelt wird hier nicht mehr. Hier oben sieht man auch, da oben ist auch eine Katze drin. Guten Tag. Okay, die hat keinen Bock. Und hier haben wir überall Äste, wo die drüber klettern können. Das ist, warte, Moment, das war, glaube ich, die Kuschelzone, ne? So hieß es. Ja, hier, die Kuschelzone haben wir hier. So, jetzt gehen wir hier rein. Ja, versteck dich ruhig, ich tu dir nichts. So, und dann sieht man jetzt hier, wie viel Platz die einfach haben, ne? Die haben auch noch ein Außengehege. Die haben hier vorne auch, wenn das Fenster dann mal offen ist, so einen Bereich, wo sie sich dann sonnen können. Beziehungsweise liegen ja gerne in der Wärme. So, Lille. Ah, hier oben gibt's auch Food. Hallo. Wer bist du? Du hast Schiss. Okay, alles klar. Und wer bist du? Ja, man sieht es auf jeden Fall. Es geht noch viel weiter nach hinten durch, kann man hier auch sehen. Also hier sind so einige Katzenklos natürlich, auch überdimensional. Also wenn man so an zu Hause denkt, die sind natürlich deutlich kleiner. Und hier können sie dann auch nach draußen. Hier haben sie auch so ein Gitter drumherum gebaut. Ach, guck mal, hier haben wir ja sogar jemanden. Ist noch irgendwo jemand versteckt? Warum bist du denn hier so alleine? Hier ist ja sonst keiner. Hey. Hallo. Oh, da ist noch wer. Hallihallo. Ja. Ja. Ja, und hier könnt ihr zum Beispiel auch noch draußen, ne? Und hier ist eine Klappe. Und das ist ganz cool. Was willst du? Hier ist eine Klappe und dann können die nach unten. Ich versuche das mal einzufangen. Und unten ist noch so ein Außengehege. Das ist ganz nice. Also die kann dann nicht abhauen oder so, aber die können jederzeit raus, wenn die Bock haben. Ja, ja, weißt du. Also die Tigerstube hier finde ich immer noch am besten. Da haben die sowas von übelst viel Platz. Ich finde das wirklich gut. Guten Tag, wer sind Sie? Ja, ja, weißt du. Mila. Mila? Ich habe leider keine Hand frei. Ey, ey,
nicht an das Kabel gehen. Bist du verrückt? Da hat die an dem Kabel rumgerupft gerade. Glaub's geht los. Hey. Guckt euch das mal an, was die an Klettermöglichkeiten hier haben. Also ich finde, das ist echt besser als jedes Tierheim, wo die Katzen dann einfach nur in so einen Käfig reingesetzt werden. Nein, und vor allem hier sind ja auch wirklich die Alten, die keine aufnimmt. Die Alten. Aber ein Tierheim nimmt die keine alten Katzen auf, oder was? Ja, die wollen die nicht für immer zu Hause geben. Die vermitteln, wollen immer was zum Vermitteln haben. Ja. Und die wenigsten wollen alte Katzen, ne? Ja. Oder mit einer Behinderung oder so. Das ist eigentlich schade. Ja, es ist aber die sind auch da, ne? Was bist du denn so mitteilungsbedürftig da oben? Was haben Sie denn zu sagen? Ach, ich komme aus Anfeld und mein Besitzer lag tot im Haus. Oh. Ja, der hatte damals am Anfang, die Corona-Zeit war, da hatte der Corona und keiner traute sich, diese Katze aufzunehmen. Und wo ist sie hingekommen? Na, nach uns. Ja, natürlich. Natürlich. Aber Anfeld ist ja jetzt schon ein bisschen weiter weg. Ja, das ist ja... Ich habe einen oben, das ist ein weißer Maine Coon, der ist jetzt auch schon, der ist 5 Jahre bei uns und der ist taub. Und der kam aus Marburg. Ne? Oh, das ist auch schon eine Ecke. Der ist auch 1,5 Stunden. Katzen aus Weißrussland, die haben wir dann von hier aus weitervermittelt. Ne? Wie kommst du denn an Katzen aus Weißrussland? Ja, durch die Tierschutzaktionen, die immer auf Facebook sind. Ne? Ist der Hund gerade Katzenfutter? Ja. Er soll ja noch wachsen. Der wächst nicht mehr, glaube ich. Der wächst, dann muss ich ihm einen neuen Pulli stricken. Oh, der ist jetzt aber auch schon alt. Wie alt ist der? Also im Ausweis, der kommt ja aus Griechenland. Und dann heißt es so um die 17, aber das glaube ich nicht. Sie ist zwar schon alt, meine Bibi, aber ich hoffe, dass sie noch viele Jahre lebt. Ja. Na, Bibi ist lecker. Mit ganz viel Fütterchen kriegen wir das hin, ne? Hm? Sag mal. Was ist denn? Ja, jetzt bist du da oben. Ja, dann erzähl noch mal, was wolltest du jetzt sagen? Ja, was denn? Chibi. Ja. Chibi, wie du auch bist, was? Ihr beiden? Ist wieder neugierig, ne? Du hast Bock. Na, so nicht. Ja. Hier sind wir jetzt gerade wieder draußen in der Hauptstraße. Ja, das hört man drin ja so gut wie gar nicht. Meine Vögel haben jetzt gewinnen, weil ich nicht gefallen. So, hier haben wir das Außengehege von außen. Gucken wir uns natürlich gleich noch von drinnen an. Da oben sieht man das ganz schön. Da hinten sitzt auch eine Katze. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Auf jeden Fall können die von da hinten quasi die Treppe runter und dann sind die im Außengehege. Wo ist der zweite Zugang gewesen? Der ist von der anderen, von hinten. Ach, der ist von hinten, okay. Ja. Hi. Das ist Libo. Der war mal ganz verhungert. Ja. Dass zwei Tierärzte ihn einschläfern wollten. Und ihr habt ihn dann einfach aufgenommen? Nee, der war dann schon bei uns. Wurde dünn und ganz schrecklich. Und die Tierärzte sagten, ja, der ist krank. Ich sag, was hat er denn? Ja, das wusste ich nicht. Und dann habe ich ihn gepettet. Und siehe da, jetzt ist er proper. Ja. Sagen die Leute schon mal, ob der... Die Katze tragen ist. Sag, mir ist ein Kater. Auch kastriert. So. Hi, wer bist du denn? Ja. Komm mal, komm. Ja, das geht dann schnell wieder zu hier. Genau. Alles soll das werden. So. Ja, hier haben wir das Außengehege jetzt von innen quasi. Hier auch noch. Hasen, die kommen noch nicht, die sind erst neu hier und die müssen sich erstmal eingewöhnen hier, diese drei. Ja. Die haben dann diesen Bereich nur, ist ein bisschen kleiner. Ja, aber kann ich da auch reingehen so? Ja, geht das? Ja. Ja, ich werde auch drüber gestiefelt, ne? Das wäre jetzt nicht das Problem gewesen. Ach, hi. Die hoch. Das haben wir mit alten Paletten gebaut da hinten. Ja, ich schau mal eben. Wir machen aus allem machen wir was. Ja. Immer. Gucken wir uns mal an. Ja. Hi. Ja. Du musst mal vor ihm reinkommen, hier wird die Presse ist gerade auch hier. Die Presse? Ach, das war die Presse. Das war die Presse, so sieht's aus, ja. Ich hab gedacht, die Hälfte der Pappe. Da geht's hoch. Ja, da geht's hoch. Da könnt ihr dann schön hier runter. Aus alten Europaletten gebaut. Eben.
Ich finde das halt einfach erstaunlich, dass Kaninchen, Hunde, Katzen und so alle einfach miteinander so leben können, ne? Da haben die Leute immer Angst, dass an den Kaninchen was kommt. Ja. Aber diese Kaninchen laufen schon mal dahinter her und beißen den Katzen in den Hintern. Da muss ich dann schon mal einschreiten. Weil das geht nicht. Ja gut, wer weiß, vielleicht hat die Katze das Kaninchen vorher geärgert oder so. Nee. Nein, die sollen einfach aus dem Revier weg. Ob Katze oder... Achso. Aber man sieht, hier ist auch eine Menge los. Und man sieht halt hier, die haben wieder so viel Platz. Ach, das hier ist die nächste Rampe, ne? Oder? Die geht nach oben. Die geht hier lang, geht rum, dass sie aus dem Wege gehen können, da runter. Ja. Ah, und da oben können sie dann rein. Hey, du bist neugierig. Der kam mal mit seiner Mama und hatte 4 Geschwister, also 5 Babys waren es. Aus ja. Hinterberg. Mussten da weg. Alle 5 habt ihr dann auch genommen, mit oder der was? Mama, ja. Mach Mama ist dann kastriert worden, die sind auch alle kastriert, geimpft. Und Mama hat einen schönen Platz gefunden. Ja. Was ist denn? Hallo. Und die sehen sich so ähnlich. Guck mal, die sind nicht auseinander sortiert, diese roten. Ja. Dann haben wir noch 2 andere. Der eine hat zwar einen schiefen Kopf, der heißt Schiwi. Und daran erkennt man ihn immer. Und diese hier, ne? Das sind auch welche, die wollen nie wieder in der Wohnung leben. Die wollen immer raus. Ja, das merkst du dann auch. Die machen dann zu Hause Scheiße, ne? In der Wohnung machen die Sachen kaputt und so, ne? Also wenn dann einer kommt, hat eine kleine Wohnung und will nur eine Katze, das geht nicht. Ja. Die sind so die Gemeinschaft gewohnt, das geht überhaupt nicht. Boah, sind die nicht hübsch? Hier ist was los. Aber sind doch alle recht ruhig. Ja. Morgens, die gehen immer so etappenweise. Der, ab die Zeit, dann sind die Wellensittiche ganz viel am Zwitschern und die Kanaris. Und dann kommen die Nymphensittiche dazu. Oder ja. Die Täubchen, die gurren auch immer schön, diese kleinen. So, und hier drin geht es dann weiter. So. Das ist der Winterraum. Und da können sie im Winter aber auch raus von hier aus, wenn sie wollen. Mhm. Ne? Ja. Aber wir müssen hier sparen. Wir können ja keine Festbeleuchtung. Das sind so kleine Renner, die sind von einem Züchter, das ist schon mal. Die werden nochmal. Ah, ja, okay. Und dann habe ich gesagt, nicht töten, gibt sie hier. Ja. Also die Renner, die haben keine Flügel, die können auch nicht fliegen. Aber die haben ja genug zu puzzeln und zu machen. Ja, eben. Genau. Ganze Fliegen. Und Wachteln sind auch hier. Ja. Sind auf dem Boden da hinten. Da sitzen auch die kleinen. Wo denn? Die Wellensittiche. Ach, da unten. Fliegen können. Ja. Das sind die Renner. Ja, jetzt kommt der schon da rein. Boah, ist hier was los. Wer bist du denn da oben ganz alleine? Ein kleiner Fink. Deine Freunde wollen nicht reinkommen. Deswegen. Aber jetzt geht er raus. Ja. Ja, ist aber auch deutlich mehr Platz natürlich, als wenn es jetzt in so einem Käfig wäre. Nein, die das Leute das zu Hause halten. Ne? Und hier ist noch unsere Wachtel. Die machen den Boden immer sauber. Machen die ganzen Körnchen, picken sie weg. Ich hatte ja schon immer einen Vogel, ne? Ja. Aber sehr positiv, muss man dazu sagen. Und es gibt schlimmere Sachen, ne? Haben wir nicht alle ein bisschen einen an der Klatsche? Eben. Deswegen sind wir auch liebenswert, ne? So richtig an einer Murmel. So, das war der kleine Einblick in die Arbeit der Katzenhilfe. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen zeigen, was die so machen, damit mit dem ganzen Videomaterial. Und vielleicht schaut ihr wirklich mal am 9.12. vorbei in meinem Livestream. Wenn ihr jetzt schon, wie gesagt, was spenden wollt, weil ihr das gut findet, was die machen, dann könnt ihr das gerne über die Links in der Videobeschreibung machen. Ansonsten hoffe ich, sehen wir uns spätestens im Stream am 9.12. 16 Uhr. Wie gesagt, 12-Stunden Stream, wenn ihr da Bock habt teilzunehmen, wenn ihr Hardware-Fragen habt oder irgendwas in der Art. Ich beantworte das alles oder ich versuche so gut wie möglich. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.